bin so müde. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so müde war. Ich trinke auch Kurwach, was ich normalerweise morgens nicht mache. Morgens, 9:30. Gleich 10. Es war ja die letzte Nacht für die Kinder hier. Ich habe noch eine Nacht. Die Kinder waren jetzt die letzte Nacht hier. Und die haben so schlecht geschlafen. So schlecht. Ich glaube, ich habe 3 Stunden geschlafen. Und mein Tag ist halt mega voll, ne? Sonst hätte ich die weggebracht und hätte mich nochmal hingelegt. Aber ich habe gleich eine Gruppen-Coaching-Session. Oh, ich bin so müde. Und heute Nachmittag bin ich auch verabredet. Wenn ich Glück habe, kann ich eine Stunde Mittagsschlaf machen. Sieht man es mir auch an? Ja, geht. Oh, ich bin so im Eimer. Und das Wetter macht auch noch mit. Es war so ekelhaft grau, kalt, regnerisch heute Morgen. Übrigens, es ist unglaublich dämlich, nur ein paar Schuhe mitzunehmen. Also das Paar Schuhe, was man anhat. Denn wenn das nass wird, und ich meine nicht nur so ein bisschen nass, sondern klitschnass, sodass man da einen See in seinen Schuhen hat, ist das echt doof. Die waren heute Morgen immer noch nicht ganz trocken. Also habe ich die noch nassen, nicht mehr ganz so nassen Schuhe, aber nassen Schuhe angezogen. Ich hoffe, dass sie jetzt trocken werden, bis ich dann das nächste Mal rausgehe. Halt absolut mein Tag, aber während ich hier sitze, kommt die Sonne gerade raus. Vielleicht verzieht sich das ja jetzt und es wird noch ganz toll warm und schön. Oder auch nicht. Boah, ich bin so müde. Ich habe mir erstmal trockene Schuhe besorgt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich gerade eine Dreiviertelstunde Gruppencoaching tatsächlich überlebt habe. Aber es war wieder sehr, sehr schön. Hat viel, viel Spaß gemacht. Ich mache mir jetzt gerade was zu essen. Was Asiatisches. Und dann gehe ich eine Stunde Mittagsschlafen. genau. Bevor ich dann um 2:30 ein Treffen habe. Das nächste Treffen dann um 5:30. Aber ich freue mich auf das alles, was ich heute noch so vorhabe. Aber dafür brauche ich auch so ein bisschen Energie. Deswegen gehe ich dann erstmal noch ein Stündchen schlafen. Ich habe 1 Kilo Rhabarber vorhin eingekocht. Übrigens das erste Mal, beziehungsweise der Thermomix hat es ja eh gekocht. Wisst ihr, wie geil das ist, wenn der Rhabarber noch so ein bisschen warm ist und dann kalte Vanillesoße drüber? Lecker. So lecker. Ich habe mir nach meinem Mittagsschläfchen jetzt gerade Tee gemacht, weil ich irgendwie den ganzen Tag friere. Was daran liegen könnte, dass ich ja mit nassen Schuhen rumgelaufen bin. Super Idee. Und wollte euch gerade zeigen, welches Buch ich die Woche gelesen habe. Ich bin noch nicht ganz fertig. Aber von Sebastian Fitzek, Fische, die auf Bäume klettern. Das wurde mir ein paar Mal empfohlen. Und dann gab es das durch Zufall bei uns in der Bibliothek und dann habe ich mir das gleich geschnappt. Das ist auch, glaube ich, relativ neu. Ich habe vorher noch nie was von Sebastian Fitzek gelesen. Ich weiß aber natürlich, dass der Bestseller-Autor ist und so. Aber der schreibt ja Psychothriller und das ist eigentlich nicht so mein Ding. In dem Buch jetzt, das hat er so ein bisschen für seine Kinder geschrieben. Und zwar unter der Fragestellung, was würde ich meinen Kindern heute sagen, wenn ich morgen nicht mehr die Gelegenheit dazu hätte? Und das fand ich natürlich sehr, sehr spannend. Bin da aber ohne Erwartungen reingegangen. Hatte auch null Plan, wie das Ganze aufgebaut ist oder irgendwie. Im Grunde hat er jetzt nicht so, dieses Kapitel handelt vom Thema Geld, dieses Kapitel vom Thema Liebe. Das geht irgendwie alles so ein bisschen ineinander über. Aber natürlich geht es um die Themen Geld, Träume, Ziele, Partnerschaft, Gesundheit, Kritik, sich mit anderen vergleichen. Also das Ganze, was so das Leben umfasst. Und das greift aber immer so ein bisschen ineinander über. Da stellt das so alles als eine Reise dar. Also alles ist eine Reise. Kindheit ist eine Reise, die beendest du irgendwann. Partnerschaft ist eine Reise, Schwangerschaft ist eine Reise. Ne? So das alles.
Und es ist jetzt nichts bahnbrechend Neues, wo ich so sage, boah, das wird jetzt mein Leben verändern. Aber ich habe so trotzdem so kleine Anregungen, Denkanstöße dabei gehabt. Und er hat so einen richtig genialen Vergleich zum Beispiel dabei. Und zwar geht es da darum, dass man immer nach dem Warum fragen soll. Und dass man nie die Antwort bekommen sollte oder die Antwort geben sollte, weil das so ist oder weil man das so macht. Und kam er dann halt auf Linkshänder. Also ein paar Seiten vorher hat er halt geschrieben, dass jeder halt in sein Leben hineingeboren wird. Ja, ob er jetzt Linkshänder ist, ob er jetzt schwarz oder weiß ist, ob er jetzt homo oder heterosexuell ist. Und da war dann so, ob es in Ordnung ist, dass Linkshänder heiraten. Natürlich ist es in Ordnung, dass Linkshänder heiraten. Aber der Fakt, dass du Linkshänder bist, ist genauso bedeutend wie der Fakt, dass du homosexuell bist. Und warum ist es dann in manchen Ländern noch so kompliziert, als Homosexuelle anerkannt zu werden, beziehungsweise zu heiraten? Weil es war dann so die Fragestellung, wenn du als Linkshänder heiratest, schadest du damit irgendjemanden? Beeinflusst du irgendjemand anderes Leben negativ? Und das ist natürlich immer die Antwort nein. Und genauso ist es ja, wenn Homosexuelle heiraten. Beeinflussen sie dein Leben negativ? Nein. Also lass sie doch machen. Das fand ich richtig geil. Also man lernt den Autor, finde ich, sehr gut kennen. Es hat so einen Touch von was Biografischem und der gefällt mir von seiner Person her sehr, sehr gut. Jetzt weiß ich nicht, ob man das in seinen Psychothrillern auch so ein bisschen rausliest. Wahrscheinlich eher nicht so. Aber vielleicht sagt er jetzt auch, nee, lies mal ein Buch von dem, es ist gar nicht so blutig und nervenaufreibend. Weiß ich nicht, aber so vom Schreibstil gefällt es mir sehr, sehr gut, aber kann halt auch einfach an der Art des Buches, an dem Genre einfach liegen. Und dann hat er auch so, ich habe auch viel Neues gelernt, als ich das gelesen habe. Es ging auch bei dieser Fragestellung, warum darum, warum brauchen wir Ampeln? Weil er sagte dann halt, ne, wenn man sich auf die Ampeln verlässt, ne, dann geht man halt davon aus, wenn ich grün habe, dann fahre ich halt und andere sind da unvorsichtiger und tralala. Und da gibt es wohl so Shared Spaces, wo die das einfach ausprobiert haben und komplett ohne Ampeln zurechtkommen zum Beispiel. Ich glaube, zum Teil auch komplett ohne Verkehrsschilder. Und da habe ich so beim Lesen auch so meinen Horizont erweitert, was ich ja immer super, super spannend und schön finde. Und er sagt immer wieder, google mal das und das, guck dir mal das und das an. Also richtig cool, aber auch so, dass du halt wirklich Bock hast, das mal zu googeln, dir das anzugucken, worüber er schreibt oder was er da so anspricht. Also er ist auch sehr, 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 sehr gebildet. Also deswegen, es sind auch gar nicht so viele Seiten. Ich gucke gerade mal. 250. Also es ist so ein Buch, was man halt schön mal so in ein, zwei Wochen so nebenbei lesen kann. Und was echt ganz süß gemacht ist. Und was ich mir auch gut vorstellen könnte, das mal den Kindern in die Hand zu geben und zu sagen, hier, lies mal. An dieser Stelle würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, was würde ich meinen Kindern heute sagen, wenn ich morgen nicht mehr die Gelegenheit dazu hätte, was wäre das? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, weil ich fand es unglaublich schwer, diese Frage zu beantworten. Weil da hast du halt natürlich so viel zu sagen. Wenn du das jetzt auf ein paar wenige Dinge runterbrechen müsstest, was wäre das dann? Also das würde mich wirklich sehr interessieren. Übrigens, warum das Buch heißt Fische, die auf Bäume klettern. Wenn man jetzt davon ausgeht, also ein Fisch wird ja immer erfolglos sein, wenn er versucht, auf einen Baum zu klettern. Aber dass er das ja eigentlich von der Natur angelegt gar nicht kann, ne, also dieser Blickwinkel, wird das gerade klar, wenn er das erklärt, ist das irgendwie besser. Also Fische können ja nicht auf Bäume klettern. Wenn sie aber sollten. Also wenn ich sie bewerte, ob sie auf Bäume klettern können, dann würden sie ja immer verlieren. Aber es ist ja gar nicht in ihrer Biologie angelegt. Ich fand das irgendwie cleverer, als er das erklärt hat. Ich verlinke euch das Buch aber sehr, sehr gerne mal unten in der Infobox. Also mir hat das echt wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Vielleicht habt ihr da mal Bock drauf. Also ich habe mich jetzt gerade noch mal ein bisschen frisch gemacht und fahre jetzt zu einem Zirkus, der von Schülern gemacht wird. Also die haben halt so ein Zirkusprojekt und bin mal sehr gespannt. Habe mir sowas vorher noch nie angeguckt. Und damit beende ich auch den heutigen Daily Vlog. Morgen gibt es dann den letzten. Damit wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. Bis morgen.